Was? Oh shit, okay, ich muss Waffe wechseln. Ja, wir haben nichts mehr. Statt Katana würde ich, glaube ich, erstmal... Den Barbar können wir runterballern. Hier würde ich, glaube ich, den Polizeischlagstock machen. Bogen packe ich, glaube ich, auf die 4, ne? Dann würde ich auf die 3 vielleicht. Was mache ich denn da mal? Irgendeine Scheiße? Klempnerhammer. 38. 62, aber bestimmt lahmarschig, oder? Zwei Händer wahrscheinlich. Hieb, stumpf. Hieb. Hieb, hieb, hieb. Ich hab dich lieb. Na komm. Ich mach die Dinger, die wir sockeln können, quasi, würde ich vielleicht zuerst schon mal ein bisschen damagen, damit es sich lohnt. So, 9 Meter. Hier können wir Haus ausräumen. Was wollte ich gerade machen? Das schaffen wir noch nicht. Okay, Level 4. Wobei, schaffen wir vielleicht doch. Ich weiß nicht genau. Oh, wir sind fast wieder an der Grenze. Ah, scheiß drauf. Verlassener Laden, natürlich. Same shit, same shit. Okay, da drüben ist Krankenhaus, glaube ich. Nee, warte mal. Ach, wir haben ja... Oh nein, ich weiß, was da drüben ist. Lass mal los. Nee. Überraschend. Warte. Impfstoffbehälter erkannt. Impfstoffbehälter in der Nähe. Was? Wo? Ja, warte noch mal. Wo? Wo? In der U-Bahn? Doch, ich spiele auf komplett Ultra-Settings. Ich habe die besten Settings, die man haben kann. 4K mit den besten Settings. Das ist alles, was ich aus dem Spiel rausholen kann. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Reshade vielleicht noch. Sale, Sale. Okay, ich will diese hier. Was anderes interessiert mich nicht. Let's go. Nur eine? Ah, da brauchen wir noch eine. Nehmen wir jetzt mal die Sporttasche. Reshell gibt's schon? Okay, nice. Wo geht's denn da hin? Bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen intrigued. Es ist 13:34 in-game. Ich vergiss mal zu stechen. Was bringt das Stechen eigentlich? Mehr Damage oder was? Wahrscheinlich nur mehr Damage, ne? Kürzere Animation, nee. Also gefühlt. Obwohl ja doch, wenn man schnell macht, ja. Wenn man schnell macht, ja. So, warte. So. So. Ich finde es schade, dass sowas hier eigentlich kaum XP bringt. Also egal, wie wir uns hier rumschlagen, irgendwie gefühlt... Was ist denn das hier? Ein ganzer Einkaufsladen hier? Und hier komme ich nicht drunter durch. Na klar, natürlich komme ich auch nicht drunter durch. Natürlich. Ah, jetzt geht's. Okay, nur von einer Seite. Okay.
Ja, das wollte ich gar nicht. Ich habe zu früh gedrückt. Ich habe zu früh gedrückt. Na. Boah, ich wollte gerade Dropkicken, aber geht hier gerade gar nicht. Komisch. So. Naja. Was war das denn noch? Ach, Alter! Hör doch mal auf! Entschuldigung. So. Das hier war ein super Ding, um die Zombies ein bisschen aufzuhalten. Bisschen wie bei Sparta, weißt du? Durch diese Gasse müssen sie kommen. Und Kuh geht wieder nicht. Oh, ich liebe es. Dropkick ging nicht, Kuh geht nicht. Jetzt geht Kuh wieder. Es ist einfach, es ist ein Glücksspiel. Es ist einmal ein Glücksspiel. Oh. Wie hat der denn das alles nicht gehört? Ja, eine Shotgun wäre halt mega nice, ne? Shotgun würde ich mir hier echt wünschen. Die könnte ja viel Freude machen. So, bin gespannt auf Mods. Ob es da was geben wird und was es geben wird. So. Ne, gibt keine Schusswaffen leider im Spiel. Leider nein. So. Ein Döschen hier. Das hat sich alles ganz hervorragend gelohnt, aber trotzdem finde ich es cool. Ne, mit dem Einkaufsladen hier unten einfach eine U-Bahn. Mega sinnlos, aber irgendwie trotzdem mag ich's. Schönes Detail. Vielleicht später noch questrelevant, ich habe keine Ahnung. Oh, Entschuldigung. Wem geht's hier raus? Der probiert's ja nicht mal. Das sind doch... Ja. Da ist ein Feuerlöscher. Wir haben, was wir wollten. Nein! Leider ist da niemand. Schade. So. Was rufen die? Afrika? Afrika. Wird leiser, okay. Wir haben noch eine ganze Menge Fragezeichen. Die würde ich auch nochmal abklappern, weil ich hoffe, dass da irgendwo noch ein Boss dazwischen ist. Weiß ich natürlich nicht, aber... Okay, das ist aber hart. Was? Okay, warte kurz. Entschuldigung. Einer weniger. Kommen die Kollegen auch hoch? Bin ich! Ich dachte, ich könnte nur anderen PKs vertrauen. Doch danke. Danke. Beruhig dich. Dankeschön. Nice. Ich liebe den Dropkick. Ich liebe den Dropkick. Der ist so gut einfach. So.
Okay. Ich wollte zum Fragezeichen, ne? Wo UE le Zeichen du frag? Okay, warte, ich mach mal ganz das Ding hier. Wo ist denn das Fragezeichen? Bin ich da? Es ist genau hinter mir. Da. Unbekannter Ort. Dunkle Höhle, alles klar. Plünderding. Dann gehen wir hier mal weiter, das ist noch eine Quest. Machen wir das mal. Hast du geübt, ne? Sollte ich? Also vielen Dank für die Frage. Ich nehme das als ein Kompliment. So. So, wo müssen wir da hin? Hier ist das Ausrufezeichen gleich. Da sind wir, glaube ich, näher dran, als wenn wir jetzt. Obwohl das Fragezeichen ist gleich hier. Wo ist denn das Ausrufezeichen? Parkour-Herausforderung. Okay, wo ist das Fragezeichen? Seht ihr das Fragezeichen? Was ist da gerade hochgegangen? Hey, was zum? Ist das da 63 Meter? Okay. Wenn wir hier Pause machen, sehe ich all diese traurigen Gesichter und dann denke ich, keiner liebt sich hier noch selbst. Es gab einen Weg, das zu lernen. Bitte was? Und der ist weg. Niemand wird sich selbst je wieder lieben. Also wenn ich mich selbst liebe, dann aber bestimmt nicht vor deinen Augen, mein Freund. Mit ein bisschen Privatsphäre, ja? Auch in der Apokalypse. Niemand? Niemals wieder? Klingt ein bisschen extrem. Mr. Freeman? Findest du? Was denkst du, ist der erste Schritt zur Selbstliebe? Taschentuch holen. So. Ja, weiß nicht. Erklär mir mal bitte. Ich glaube, der will auf irgendwas raus, aber... Du scheinst die Antwort zu kennen. Warum sagst du es mir nicht? Blumen. Blumen. Exakt. Zurzeit hänge ich hier in der Nähe der U-Bahn-Station rum. In relativer Sicherheit. Aber bevor ich zu den PKs bin, habe ich in Trinity gelebt. Hatte da einen Laden. Die blühende Tulpe. Beim Bazar. Als das noch die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit war. Ich wurde in einem Waisenhaus großgezogen. Mit einer Menge apathischer Leute. Vielleicht habe ich mich deshalb auf Blumen verlegt. Aber nach dem Ausbruch haben die Leute aufgehört, welche zu kaufen. Ist ja verständlich, oder? Ja, schon, aber... Da war diese alte Dame... Ich habe den Laden praktisch nur für sie weiter offen gehalten. Sie kam jeden Tag. Als wäre nichts passiert. Ihre Besuche waren der Höhepunkt meines Alltags. Aber eines Tages kam sie nicht. Was ist mit ihr passiert? Ihre Blumen haben sie lebendig aufgefressen. Woher soll ich das wissen? Ich habe für sie diese besonderen pinken Rosen angebaut. Das war ihre letzte Bestellung. Ich konnte sie nicht einfach wegwerfen. Also habe ich eine davon behalten und getrocknet, nur für sie. Der will doch nicht, dass wir jetzt... Das will der nicht, oder? Sie wäre bestimmt glücklich darüber, dass du sie nicht vergessen hast. Ja. Wenn ich ihr nur diese Rose bringen könnte, würdest du das für mich machen? Sie hat nie gesagt, wo sie genau wohnt. Aber ich habe sie mal gefragt, wo sie die ganzen Blumen aufbewahrt. Sie sagte, in einem wunderschönen Haus aus Glas, wo früher der alte Hügel war. Hier, nimm die Rose. Bitte finde dieses Haus und gib sie ihr, wenn sie noch dort ist. Ich kann Schach spielen. Und die Situation zwischen den Abtrünnigen und den PKs nennt sich eine Pattsituation. Eine Sache.
normalerweise in Spielen, bei ganz, ganz vielen Spielen, auch Assassin's Creed und bla bla bla, normalerweise, wenn du von NPCs ein Item kriegst, dann stehen die nah genug dran oder hier auch, die kommen sehr nah ran und dann siehst du nur wieder so rusch, 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 rusch mit so einem Sound, als würde man gerade Items austauschen. Weil es zu aufwendig ist, immer das so zu animieren, als würde man einem so ein Item geben, bla bla bla. Dass gerade die Blume gezeigt wurde zwischendurch, ist eigentlich ein Novum. Also ist wirklich, habe ich so noch nicht gesehen. Normalerweise muscheln die da immer mit den Händen unter der Kamera rum. Habe ich so noch nicht, ne? Also, ein komisches... Oh, hier. Ich baue Blumen an hier übrigens. Ritsch, 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 ritsch. Das war gerade ein erstaunliches Detail. Abtrünnigen kümmert. Ich will nicht, dass mein Name irgendwo auf einem Gedenkstein in den Straßen landet. Na sicher. Interessant. Genau, beim Rätselbrief haben wir den Brief nicht gesehen. Oder ich habe ihn übersehen, ich habe keine Ahnung, aber haben wir eigentlich nicht gesehen. Mine selber herstellen, auch eine gute Idee, 230, nehme ich mit. Aufputschmittel, Zähigkeit, erlittener Schaden, minus 5%. Wir sollten vielleicht auch mal Aufputschmittel, ich benutze was eigentlich nie im Game, ich weiß nicht warum. Weil ich immer denke, ich muss auch so gut genug werden. Schockpfeile, 700, naja, was soll's. Wir haben ein bisschen Geld. Hochspannung, aber wir haben noch Hochspannung schon. Wieso kann ich das normal kaufen? Weil es ungewöhnlich ist? Funke, mach ich auch nochmal. Und hier? Haltbarkeitskosten. Verstärkt ihre Waffe und lässt sie bei einem Schlag weniger Haltbarkeit verlieren. Oh. Schleuder, Schleuder. Trifft mit einer Detonation einen Gegner vor ihn. Okay, wir haben alles gekauft. So, noch irgendwas upgraden. Den Gleitschirm upgraden. Ich glaube, ich werde den Gleitschirm upgraden. Was haben wir hier noch? Infizierten Trophäe? Nice. Okay, die ungewöhnlich. Selten. Okay, wir haben ganz schön viele davon. Funke mache ich nochmal hoch, ne? Okay, warte. Was ist der Unterschied? Funke... Und Hochspannung, okay. Wendet Stromschlageffekt auf einen Feind vor Ihnen ein, mit der Chance, anderen seiner indirekten Schon. Okay, ja, okay, okay, okay. Und hier Kraftbond mit beliebigen Angriffen aufladen. Dann durch Halten von aktivieren. Alles klar, okay. Aber ich bin ganz ehrlich, der hier bleibt's. Nicht aufladen, sondern der hier bleibt's. Und ich würde ihn nochmal upgraden. Weil ich ihn geil finde. Oh, ich kann ihn nochmal upgraden. Warte mal, was kriegen wir noch? Elementschaden dauert noch länger und Crit-Chance 16%. 4% drauf. Aber dafür nur eine Sekunde länger. Von 3 auf 4 ist schon was. Und wir können es uns eigentlich leisten. Einzigartige infizierten Trophäe. So, warte. So. Ah, okay. Ich nehme das mal. Ich will die unbedingt, ne? Also wenn ich die schon mal auslege, ich glaube, das ist ganz gut. Und jetzt brauchen wir 15 ungewöhnliche noch. Okay, alles klar. Den Rest hätten wir sogar noch. Danach kriegen wir Basisschadenbonus plus 12%. Also noch mehr Grundschaden. Dann. Was ist hiermit? Oh nein, das hätte ich machen sollen. Minus 20% pro Treffer. Oh nein, das hätte ich machen sollen. Wir brauchen infizierten Trophäen. Die werden wir auf jeden Fall uns erstmal vorknöpfen. Da bin ich dafür. Wir machen die hier erstmal to the max. Mal gucken. Na gut, na gut, na gut. Da drüben, ja, weißt du, Blümchen nehme ich auch noch mit. Let's go! So, dankeschön. Dankeschön. Ein paar Pilzchen auch wieder. Ich meine, wir haben noch genug von dem Zeug zum Inhalieren. So. Was? Wer hat Noppen? Wer hat Noppen? War das ein Anmachen? Ich wollte auch noch eine Mod installieren, ne? Bei unserem Favorite Toy. Warte. Fertigung, Tagebuch, pipapo.
Beim Katana. Ist der Funke hier jetzt auch automatisch? Funke 3. Nee, da müssen wir den Funken jetzt nochmal upgraden, theoretisch. Ne, geht aber nicht, schade. Beim Haft. Haltbarkeit geht leider nicht bei dem Ding. Dann würde ich jetzt noch... wenn der Stromschlageffekt auf einen Feind vor ihnen ein mit der Chance anderen in seiner Nähe... Dann würde ich auch nochmal den funken. Das heißt, wenn ich die machen würde... Also wenn ich den Funken auch noch upgrade, dann haben wir zwei Funken. Das heißt, wir verdoppeln die Chance. Ist richtig, ne? Das müsste ja stacken eigentlich. Die Crit-Chance müsste stacken. Alles müsste stacken. Das ist mein Dream. Eine Feuerwaffe, eine Blitzwaffe, Giftwaffe, weiß ich nicht, oder Säurewaffe, noch keine Ahnung. Detonation vielleicht? Und wir brauchen eigentlich überall noch Haltbarkeit drauf. Wie ist denn das hier? Griff. Verstärkung. Mache ich jetzt noch nicht, weil... Katana ist jetzt wieder ein bisschen geheilt, quasi. Warum ist denn hier nichts? Warum ist denn hier nichts? Oh, wir haben keine Mollys mehr, ne? Wir haben keine Mollys. Oh, wir brauchen unbedingt Mollys. Shit. Okay, Fertigung. Kann ich noch Mollys fertigen? 15? Oh, geil. Oh, ich liebe alles. Liebe alles. So, warte. 5. Ich mach direkt mal 10, ne? Molly! Komm an meinen Busen. Oh, warte. Ich werde Molly noch aktiv. Oh, Molly ist schon aktiv. Geil, geil, geil. Ja, 10 Mollys, die hab ich furchtbar lieb. Ja, 10 Mollys, ich mach dich Nudelsieb. So. Das nehme ich mit. Fragezeichen wollten wir mal gucken gerade, ne? Das ist genau hier. Und zwar. Ne, 61 Meter. 61 Meter. Okay, dann machen wir mal. Es ist 16.40 Uhr. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte gerade, ich schaff's nicht. Und bin dann zu weit nach rechts gerudert. Naja. So. Je höher man steigt, desto tiefer kann man fallen. So ist es halt. Okay, Fragezeichen ist da drüben. Pharmacy, ich sehe es jetzt schon. Oh, doch nicht. Verlassener Laden. Natürlich. Wenn wir springen, sieht's aus wie Nike-Werbung. Okay, den Fragezeichen haben wir. Dann würde ich vielleicht den Fragezeichen mal nehmen. Den dort. Und dafür müssten wir... Ich hasse eigentlich Fragezeichenjagden bei Spielen. Bin inzwischen kein großer Freund mehr davon. Ich decke gerne Maps auf, ne, immer noch, bei Open World. Aber Problem ist, gibt zu viele Fragezeichen immer. Aber hier müssen wir leider, weil manchmal ist nötig, was man da findet. Du willst mich doch verhalten. Wo sind die anderen? Das stimmt nicht. Ist er gerade vom Haus gesprungen? Wer hat das getan? Wer hat das getan? Ja, ich wollte nur Blümchen pflücken. Mit wem redet der Mann? Was? Bist du sicher, dass du das tun willst? Nochmal sag ich's nicht. Das war's mir wert. Ah, hier ist wieder Militärkonvoi, ne? Nice. So, meine Freunde. Sind hier oben wieder gespawnt oder was? Sind wir Freunde? Eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Okay, sind Freunde. Diese hier ist abgenutzt. Ist das Militärkonvoi? Warte mal.
Das ist das Fragezeichen. Alles klar, es ist Militärkonvoi. Wenn wir dich beim Clown erwischen, verlierst ach, halt doch die Fräse. Keine Ordnung ohne strenge Gesetze. Alles klar. Scheiße. Ich hab meine Kippen in der Kaserne vergessen. Ich hab ne Idee. Jetzt überfallen die verdammten Abtrünnigen auf die Kantine. Werden wir die nicht wirklich gewinnen? Liebe Bürger von Gifhorn. Das sieht aus wie Peine eigentlich eher. Hallo Peiner. Ich grüße euch. Sag mal, die mucken ja nicht mal. Bringt nichts, ne? Die kommen nicht nach oben. Wo versteckt sich diese Sackratte? Sackratte ist aus dem 90er-Ding. Geil. Polizeiauto macht gleich Bumm, ne? Hot, hot summer. Komm raus aus was? Deinem Versteck. Zwei Optionen. Nett oder auf die harte Tour. Wo ist das? Keinen Bock mehr auf dieses dumme Spielchen. Was labern die denn die ganze Zeit? Leute, kommt doch mal mit da hoch. Guck mal hier. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft. Ah, fuck you. Jetzt kommt halt rum. Sehr muskulös aus. So viel Zeit muss sein. Okay, wir brauchen ja, wir brauchen Trophäen, ne? Sehe ich richtig, oder? Mit den Peacekeepern anlegen. Wollen Sie, willst du mit den Peacekeepern anlegen? Das war's. Verschwinde, du Lauch. So. So. Ah, die despawnen schon. Das ist ja angenehm. Oh, Alter, die Typen da oben gehen mir voll auf den Sack. Ich weiß, wie es euch geht. Die geben mir ein bisschen auf den Piss. Ich würde mal kurz den hier probieren. Hey, wieder fahren lassen. Entschuldigung. In der Endzeit kriegt man nicht mehr so viel. Nein, Inventar ist voll. Und darauf habe ich gewartet. Du tötest uns. Wir sind hier nicht allein, dich. Leute. Erst schießen, dann fragen wir mal. Das wollte ich probieren eigentlich. Einer ist schon tot. Der Rest kann gerne kommen. Nicht abhauen, Leute. Ich bin auch noch da. Leute, bitte. Ich brauche die Trophäen. Warum hauen die ab? Was ist denn hier los? Warum hauen die denn ab? Oh Mann, die sind abgehauen. So. Einmannpackung, geil. Du brauchst wohl eine Brille. Du brauchst wohl eine Brille. Was ist denn mit dem? Okay, cool. Das Schöne ist, wir haben noch zwei Gaspackungen. Warte, warte.
Also erstmal Kollege Schnürschuhe, du gehst mir. So. Ich muss eine Waffe loswerden. Ganz kurz, dauert nicht lange. Also erstmal hier schön. Wow, schon despawned, nice. Sportlich. Mag ich gerne. So, welche Waffe schmeiße ich weg? Haben wir wieder ein unnützes Stuhlbein? Brettstab. 40, 34, 35. Ich schmeiß mal brillanten Hammer. Der kommt weg. Dafür würde ich an das Ding mitnehmen. Ein Gehstock, nice. Oh, es ist 19 Uhr. Was ich gerade mache, ist keine gute Idee. Naja. Ich bin nicht für meine guten Ideen bekannt. Hallo, mein Freund. Hast du überlebt den Angriff? Finde ich gut. Was zur Hölle war das? Weiß ich nicht. Was könnte es gewesen sein? Habt ihr das auch gehört? Ach, na gut, dann kommt zu mir, meine Kleinen. Das war's schon? Wart mal eine gottverdammte Sekunde. Was denn? Wo versteckt sich diese Sackratte? In meiner Hose. Wieso habe ich Blut an der Hose? So. Ungewöhnliche Trophäen, geil. Wir müssen aber wieder, wir müssen Safety suchen, ne? Wir müssen langsam wieder irgendwo hin, wo schön ist. Wo ist es denn hier schön? Ach, der Rosengarten, das wollen wir auch noch machen. Ist egal, komm, wir machen den Rosengarten. Was soll's? Die Sackratte aus dem Hosengarten und wir müssen zum Rosengarten. Es regnet. Ich will nicht aufs Werbeschild, danke. Was mit dem Wetter gerade? Hier sieht gerade alles sehr uncool aus. Was? Was ist das denn? Was war denn das bitte? Der ist einfach. Das Ding führt einfach in den Abgrund. Gut, ich hätte vorher abspringen können, aber ich habe nicht gedacht, dass sie es machen. Okay, gut. Ich mache mal Folgendes. Ich mache mal ganz kurz eben einen kleinen Wadenwickel hier. Ich muss die Heals auf jeden Fall upgraden. Die Heals sind viel zu low inzwischen. Wir müssen die unbedingt upgraden. Ach, guck mal, die kommen jetzt raus. Es ist Nacht und die kommen alle raus. Also alle. Einer. Das ist animiert, aber umgekehrt nicht. Okay. Sag mal, der Rosengarten geht nur tagsüber. Ist der hier? Wo ist der? Wo ist denn der Rosengarten? Ich sehe den in der GUI nicht mehr. Links rum. Er müsste eigentlich hier geradeaus sein, ne? Ist das eine gute Idee, da jetzt hinzugehen? Alter, der ist schon wieder so rumgeglitscht gerade. Oh, ich hasse das. Das ist so super gefährlich. Liegt das am Regen? Ist das so realistisch? Nee, ne? Und jetzt ist er nicht gesprungen. Es ist manchmal sehr merkwürdig. Und Kuh geht wieder nicht. Das Spiel manchmal, ne? Das Spiel. Es ist einfach ein Trauerspiel. Manchmal. Im Großen und Ganzen macht es ja Spaß, aber Kuh geht wieder nicht. Kuh geht die ganze Zeit nicht. Ich verstehe es nicht. So, warte. Also ein Hügel ist hier. Wir sind genau da. Wir sind eigentlich da.
Ach, finden Sie das Glashaus. Okay, das heißt, es ist nur Area, ne? Das ist nur die Area hier. Komm ich da hoch? Ja. Ich muss es in der Area suchen. Wie, hier ist zum Glück gute Aussicht. Zum Glück ist noch nach oben gegangen. Da kann man alles sehen. Also, in die Richtung gehe ich schon mal. Nee. Ein Glashaus. Wieso geht denn Kuh nicht? Kuh geht einfach nicht. Warum nicht? Es geht halt gar nicht mehr. Nicht nur temporär, sondern... Jetzt geht's wieder. Das ist mir einfach ein Rätsel. So, was ich mal kurz mache. So. Komm ich da hin? Yo, warte mal. So. Wo ist es denn? 36 Meter da drüben. Komm ich da hin? Oh, das ist sein. Das ist der Secret Place. Das ist noch ganz vom Anfang. Wisst ihr noch? Warte, warte, wir sind fast da. Das ist die Hütte von dem Typen ganz vom Anfang. Ich dachte gerade. Aber pennen können wir hier nicht, oder was? Das ist nicht die Hütte von dem Typen am Anfang. Sieht nur so ähnlich aus. Das war das Versteck von Hakon, das war's. Hier hat Hakon sich versteckt. Das war das. Also doch ganz vom Anfang. Aber pennen können wir ja nicht. Ich wollte ein Nickerchen machen. Ich würde gern tagsüber nach dem Glashaus suchen. Warum ist da keiner? Ausgeflogen halt, ne? Oh, hier wird Regenwasser gesammelt? Nice. Okay. Hier war auch der Scharfschütze, ne? Und hier sind wir auf dem Turm rumgekratzt. Oh Gott, Memories. Direkt Trip down Memory Lane. Brauche ich gerade nicht. So, scheiße. Naja, dann bleiben wir halt. Es ist 22:30. Was soll schon passieren? Kann ich hier runter? Nein, kann ich nicht. Ich suche mal das Glashaus. So. Prima, drei Banditen oder irgendwas. Oder drei Zombies, ich weiß nicht. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, ich laufe immer im Kreis. Oder wir finden immer die gleichen Sachen. Was? Och Leute, ernsthaft? Oh. Nein, nicht runterfallen! Nein! Haben die Kiste dabei gehabt? Das war ein Special-Typ, ne? Yo, Trophäenkiste, alles klar. Warte kurz. Ich bin ganz zärtlich. Oh, mit Zärtlichkeit kommt man weiter. So, und wir kriegen einen Hammer fürs volle Inventar. Brillanter Hammer. Ungewöhnlich, aber ich glaube... Ich meine, wir könnten, aber eigentlich ist mir das egal. Hm. So. Begegnung war erfolgreich. The Match. Ich wollte eigentlich den hier machen. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht das Glashaus irgendwo... Überlebender? Abtrünniger, oh, okay. Oh, geil! Vielleicht nicht für jetzt, aber für später. Geil, 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 da kriegen wir noch ein Dingens. Schwimmbad. Auch geil, da müssen wir auch hin. Leute, wir gehen ins Schwimmbad. Was haltet ihr davon? Wir machen Klassenfahrt ins Schwimmbad nachher. Also gleich. Das Anomalie-Ding holen wir uns auch.
So, das ist toll. Hier sehe ich mit dem Fernglas bestimmt viel. Das war die RTL-Kamera von Ingo Lenzen immer, ne? Wo der immer so ein Zweig ins Bild ragt, falls du noch weißt. Haben wir mal irgendwann bei Minecraft drüber schwadroniert. So, finden Sie das Glashaus. Aber hier ist kein Glashaus. Ich sehe einfach nichts. Hier ist über diese... Team Wallraff. Ja, genau sowas. Wenn Detektive irgendwas suchen im Fernsehen, dann muss immer ein Zweig in die Kamera hängen. Das geht nicht. Geht nicht anders. Die hatten wir schon ausgeräumt. Okay. Problem ist, ich bräuchte halt immer ein Blaulicht dabei, ne? So ein UV-Lichtchen. Damit meine ich nicht die Röhren, sondern so ein richtiges. Das hier ist das Haus, das markiert war, ne? Wir waren vorhin da oben drauf. Das ist kein Glashaus. Da hinten ist ein Screamer. Das wird scheiße. Wir können ihn aber umbringen, vielleicht mit ein bisschen Glück. Also es müsste die Straße hier sein, ne? Aber hier ist kein Glashaus. Oh, nice. Kuh geht wieder nicht, Alter, dieses Spiel. Junge, dann wenigstens die Elementarfunktion muss doch wenigstens gehen. Das ist so, es ist so. Ah. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Jetzt geht's. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wenn Kuh nicht geht, einmal hauen. Okay, probiere ich mal aus. Wenn es was bringt. So, hier noch ein Schränkchen. Also zum Streamer, am Streamer vorbei will ich nicht und ein Glashaus sehe ich da auch nicht. Military Zone. Also muss halt die Straße sein, das ist ein Spitter. Ich weiß, wie die auf Deutsch heißen, keine Ahnung. Also ich weiß die richtigen Namen nicht mal. Da ist noch ein Streamer. Leck mich am Arsch. Fuck my life. Heute ist nicht mein Tag. Aus Glas. Erinnert mich an diese Blumendame. Hm. Vielleicht sollte ich mir das ansehen. Das... Ach, das hier hinter? Das ist das Glashaus? Okay, warte, warte, warte. Warte mal ganz kurz den hier. Ich hasse die Steuerung. Mollys aktivieren. Und schon wieder Schaden. Das kann doch nicht sein, dass der... Ich verstehe es nicht. Ich drücke nicht mal abrollen, weil ich mir sicher bin, wir kriegen keinen Damage auf so kleine Strecken. Aber der ist halt echt so ein Geralt manchmal. Aber nur manchmal, nicht immer. Achso, ist alles draußen, ne? Cool. Ohne Schwung nimmst du mehr Schaden. Aber doch nicht auf so einen Meter runter. Als könnte er da nicht einfach landen oder hätte nicht... Ich meine, das ist ein Parkourläufer, weißt du? Der hat doch... Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Dass Geralt kein Parkourläufer ist, das wissen wir alle. Oh. Oh, das ist die alte Dame, ne? Oh. Riecht auch ein bisschen streng. Ich untersuche die gleich, ich beklaue die erstmal. Das sind sehr schöne Blumen, die hat. Oh, sind das schöne Blumen. Mhm, mhm. Sehr schöne Blume hat die Frau. Hier ist auch noch Notiz. Helens Geständnis. Okay, warte, 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 warte. Helens Geständnis. Was gesteht denn die Frau?
Auswählen. Lieber Peter, ich glaube, mein Ende ist nah. Deshalb habe ich dir diesen Brief geschrieben. Immer, wenn ich dein wunderschönes Land der Blumen besucht habe, wollte ich dir das sagen. Aber ich hatte nie den Mut dazu. Ich bin deine Mutter. Ja, ich bin es, die dich einer normalen Kindheit beraubt und in einem Waisenhaus zurückgelassen hat. Du kannst dir nicht vorstellen, wie leid mir das tut und wie sehr ich dich um Vergebung anflehen möchte. Dein Vater hat mich eine Woche nach deiner Geburt verlassen. Er ist einfach verschwunden. Ich war noch sehr jung und sehr arm. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Ich war allein und ich hatte Angst. Also habe ich die Entscheidung getroffen, die ich für die beste für dich hielt. Ich brachte dich in ein Waisenhaus. Viel später lernte ich einen anderen Mann kennen und wir gründeten eine Familie. Ich versuchte, dich zu vergessen, aber das konnte ich einfach nicht. Ich träumte beinahe jede Nacht von dir, von deinen glänzenden Augen, die aus der Krippe zu mir heraufstarrten. Ich hab dich erst wiedergesehen, als du bereits erwachsen warst. Ich kam zur blühenden Tulpe und ich erstarrte. Ich hab es sofort gewusst. Du bist mein Sohn. Ich wollte auch etwas sagen, aber ich hab mich so geschämt. Stattdessen kaufte ich jeden Tag Blumen, nur um mit dir reden zu können, dich kennenzulernen. Wir wurden Freunde, mehr konnte ich nicht tun. Vielleicht war es ein Fehler, aber ich wollte dein scheinbar friedliches Leben nicht durcheinander bringen. Aber jetzt sollst du die Wahrheit erfahren. Du sollst wissen, dass ich dich sehr geliebt habe und du immer am Herzen lagst. Es ist erstaunlich, welch ein gütiger und aufmerksamer junger Mann aus dir geworden ist. Deine Mutter ist sehr, sehr stolz auf dich, Helen. Ich fand's traurig, bis sie geschrieben hat, ich habe versucht, dich zu vergessen. Und ich wollte den Satz gerade am Ende noch mit dem Stolz, wollte ich noch dazu erfinden, weil ich dachte, das geht nicht weiter. Aber da habe ich runtergescrollt und dann kam das noch. Und ganz kurz, wisst ihr noch, in der Schule Löschpapier, ja, also dieses komische Papier, die ausgeteilt haben, dieses Billigpapier, dieses gelbe Kopierpapier, wo man mit Tinte draufschreibt und das verläuft dann so komisch hier. Vor allen Dingen, wenn Wasser draufkommt, du kannst nichts mehr lesen. Ich weiß nicht, warum die so ein Papier hat. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist original hier, das Ding. Ich sehe es halt direkt wieder Flashbacks zur Schule. Oh. Ja, nun. Das hat auch immer so komisch gerochen nach Chemie. Ach so. Hast du vergessen. Leb wohl, Blumendame. Also das ist ihre Geschichte. Ich verstehe jetzt, warum sie jeden Tag in seinen Blumenladen gegangen ist. Ihr Sohn sollte wissen, dass er geliebt wurde. Weiß ich noch nicht. Sehr gefährlich nachts. Ich glaube, ich mach das nicht mehr, diesen Job. Warum hat ihr ja keine UV-Lampen? Das wird sich im Blumenhaus auch anbieten. Wir könnten das sehr gut brauchen gerade. So, keine Screamos. Hoppala. Lalala. Gut, wir müssen wieder zurück. Ich würde sagen, das sieht nur gruselig aus, weil es ja grün leuchtet, ne? Ach, das ist ja wieder hier. Aber in der... Ach, das geht auch. Das ist doch, glaube ich, keine gute Idee, ne? Doch, ist eine gute Idee. Oh, der ist nicht abgesprungen! Der ist gar nicht abgesprungen! Da, was ist denn mit dem? Okay, wir müssen jetzt eh runter. Und manchmal verstehe ich es nicht. Der ist einfach runtergefallen. So, ne, nicht hier. War hier nicht immer ein Rohr in der Nähe? Tag, Leute, bitte nicht hauen.
Ja, aber warum? Ich habe keine Ahnung. Und manchmal kann er hier hochspringen und manchmal nicht. So. Screamer? Nein, okay. Dann machen wir es anders. Nehmen wir einfach mal die Rampe und... Wandgemälde. Was habe ich gemacht? Warte kurz. So, schönes Wandgemälde, aber ich bin ganz ehrlich, so toll war das jetzt nicht. Bin nicht so beeindruckt, wie ich vielleicht sein sollte. Oh, guck mal, da unten ist wieder Knuddeli. Ist er Level 3? Unser Knuddelchen ist wieder da. Wenn er nicht Level 3 ist, dann schnapp ich mir den mal kurz. Besiege. Granaten ist keine gute Idee, ne? So geht das. So geht das. Von wegen im Sprung. Das darf man nicht im Sprung machen. Ja, ja, von dir rede ich auch die ganze Zeit. Wie kann ich Feuerpfeile ausrüsten? Da muss ich mal gucken gleich. Oh, Immunität niedrig. Da muss ich mal kurz gucken. Ich will mal ein paar Pilze schnüffeln hier. Ich verstehe nicht, dass das so falsch... Also vielleicht wurde es falsch übersetzt. Wie rüste ich Feuerpfeile aus? Das habe ich noch nicht gesehen. Rohrbogen haben wir. Wir haben auch Feuerpfeile, aber... Pfeile. Okay, und dann E. 3 und dann E. Oh, die Steuerung. Schockpfeile, Feuerpfeile. Aber sind die jetzt ausgerüstet? Ich vertraue mal noch. Wäre ich auch sauer. Bin ganz ehrlich, ich bin unbeeindruckt. Der trifft mich hier oben. Okay, finde ich aber irgendwie gut. Na gut, warte kurz, ich komme runter. Ich komme runter. Finde ich nice. Aber die Feuerpfeile sind halt echt low. Also sorry bei aller Liebe, da lasse ich mal. Der Zweihänder ist mir zu langsam bei ihm. Ich würde... Warte mal, wo ist denn mein... Hat nicht mehr so viel Haltbarkeit, aber... Oh, geil, das sparkt ja richtig ab. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst. Wie viel Zeit haben wir noch? Erstmal Wandgemälde. Erstmal schön Graffiti machen. Oh, hallo. Wo ist denn unser Freund? Knutschbert. Oh, das war keine gute Idee, ne? Wir kriegen Besuch. Okay, das ist keine gute Idee gerade. So, okay. Ja, dann müssen wir gucken, was wir mit dem machen. Ich weiß immer noch nicht, welches Level er hat. Aber auf jeden Fall erstmal. Ja, ja, auf jeden Fall erstmal ganz kurz den hier machen. Erstmal Astmaten. Dann wieder da auf die Scroll, auf die Elder Scroll wechseln. Na gut.
Oh, der hat uns noch erwischt. Und wir brennen. Ganz kurz mal. Zeit nutzen. Sekunde. Unser Brand ist viel geiler. Und ciao. Unser Brand ist viel besser als der Feuerpfeil. So, dankeschön. Ich meine, cool. Die sind eine böse Falle. Aber die sind auch gut, um sich so ein paar von den Dingern hier zu holen. Wenn man die wegsnacken möchte. Haben die irgendwas fallen lassen noch? Ja, hier. Ne, diese... Und da unten, glaube ich, noch. Oh ja, oh ja, oh ja. Für infizierten Trophäen ist das super. Also, wenn ich jetzt das nehme... Mal austesten gerade. Oh oh. Das sind ja zwei. Ich habe zwei aktiviert. Ach, da oben. Leute, hier unten! Ich will die Trophäen! Ich hab mir Mühe... Ich warte hier, ich hab meine Matratze extra. Hier! Hallo! Ich leuchte mit der Lampe. Und die Nacht ist vorbei. Och, leck mich doch. Ich fühle mich ein bisschen verhohnepiepelt. So, okay, aber wenn wir irgendwo Explosionen machen, das ist gut. Die haben andere Pläne gehabt, ich glaube auch. So eine Scheiße. Okay, gut. Naja, die Rosen haben wir gemacht. Achso, wir müssen noch abgeben, ne? Wir müssen ihm noch sagen, dass seine Mutter ihn verstoßen hat, ne? Bist du sicher? Ja, müssen wir sagen, ja. Mach Licht aus, Energie sparen. So, schön wieder beim Burgerschild oder was immer das hier ist. Dass man da nicht rüberklettern kann. Doch, kann man. Oh. Wollte schon sagen. Es blinkt. Hast du drin rumgespielt? Nein. Auf die Kantine. Vielleicht ist es das Wasser. Werden wir diesen Krieg wirklich so, gewinnen? Hallo mein Freund. Ich habe sie gefunden. Leider ist sie verschieden. Sie war bei ihren Blumen. Also ist sie in Frieden gestorben? Ja, das hat sie. Sie hat einen Brief geschrieben und dich darin erwähnt. Wirklich? Ja. Hier, du solltest ihn lesen. Die alte Dame war... meine Mutter? Als Kind habe ich mir so oft versucht vorzustellen, wie sie aussieht. Ich sah die anderen Kinder im Park mit ihren Müttern und ich hatte nur diesen Knoten im Bauch. Das Gefühl, sie niemals sehen zu können, zu wissen... ich würde nie ihre Hand halten und ich dachte, es wäre ihr gleichgültig. Aber es war ihr gar nicht gleichgültig. Ich habe sie gesehen. Jeden Tag. Über Jahre. Ich hätte nie gedacht, dass sie... Vielleicht konnte ich die Blumen deshalb nicht wegwerfen. Danke, Aiden. Die Liebe ist wohl doch noch nicht tot. Aber deine Mutter... Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du ihr die Rose gebracht hast. Bis bald, Aiden. Na klar, kein Problem.
Er ist halt echt ein Schnellleser, ne? Der hat aber so ganz kurz drauf und er wusste sofort Bescheid. So, Rosengarten haben wir auch gemacht. Sprechen Sie mit Lavan. Sehr gut, was heute los mit Gronkh? Ich kann das Spiel aber nicht ernst nehmen. Ich kann das Spiel nicht ernst nehmen. Leute, bitte. Das Spiel ist ein Klamauk-Spiel, ne?